Wir schauen uns heute wieder Shorts an. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dafür für mehr Shorts. Und wir gehen direkt rein. Okay, erste Shot. Ich kann nicht angehen. Ich war 2 Wochen weg. Hier sieht es komplett aus wie Kacke. Alles ist kaputt. Ich bin gerade ganz kurz verwirrt. Für was ist das? Er hat im Fenster eine kleine Wohnung. Für wen ist das? Hier, komplett neu. Ich reiß hier alles raus. Sieht aus wie Scheiße. Das wird hier einmal komplett durchgewischt. Und damit Oskar da vorne an der Kante nicht mehr so krass abrutscht. Wer ist Oskar? Ist Oskar ein Vogel? Jetzt können wir das da so reinschieben. Boah, wow, satisfying. So maximal genial. Jetzt haben wir vom Flohmarkt noch eine neue Einrichtung besorgt. Und jetzt geht's vom Flohmarkt so eine Einrichtung? Ist das für Barbies oder Oskar so? Oskar, niegelnagel neues Wohnzimmer. Ich habe den Ordner gefunden, in dem er seine Unterlagen abheften kann. Den können wir ihn dann hier in den Schrank stellen. Dann hat er hier noch jede Menge Pflanzen und Duftstäbchen gefunden. Und hier nochmal das Bild. Aber süß irgendwie. Ah, ist Oskar eine Taube? Oskar ist eine Taube, ne? Holzregal, noch mehr Pflanzen und natürlich auch niegelnagelneuer Teppich. Fertig, das ist die wohlhabendste Taube der Welt. Mein absolutes Highlight, pass auf, man muss diesen Knopf hier drücken. Der Lichter. Yo, hey, wie cool ist das denn? Ist so schön. Oh, ich will jetzt irgendwie wissen, wie Oskar aussieht. Wunderschön, das ist. Ja, komm mal. Oh, das sieht so nice aus. Digga, das ist so nice. Ich bin so gespannt, was Oskar sagt. Ja, ich auch. Ich hoffe, Oskar wird so mit uns reden und sagen, ja, Habibi, Kuss, danke dir. 1200 Euro Warmmiete muss anscheinend Oskar zahlen, der Arme. Hi, ich bin Soso und hier kommen meine Essenssünden, für die mich einige von euch wahrscheinlich canceln werden. Wenn ich im Kino bin, ich esse immer süßes Popcorn mit dieser Nacho-Käsesoße. Ich schwöre, es gibt... Nacho-Käsesoße mit Popcorn, süß. Na! Nichts Geileres. Es mag kontrovers klingen, aber probiert es mal aus. Nimmt süßes Popcorn, dippt das da ein. Die Salsa-Soße schmeckt auch geil. Diese Kombination von süß und salzig und würzig. Oh, na, Zweitens, ich mache mich vielleicht strafbar, wenn ich das sage, aber ich mache zuerst Milch und dann Cornflakes in die Schüssel. Nein, das macht man nicht. Das macht man nicht. Ich habe das mal aus Joke in einem Video gemacht und ich habe voll viele Dislikes bekommen. Aus Joke habe ich es gemacht und als Mixi, du bist doch voll der... Wie kannst du das machen und so? Ich hab bevor ihr mich cancelt, lasst mich erklären. Ich mache immer zuerst die Milch rein, weil dann kann ich die Cornflakes besser portionieren, weil ich halt immer ein paar Löffel reinmache, die esse und dann den nächsten Löffel reinmache, denn ich möchte, dass die Cornflakes knusprig und trocken bleiben. Ich hasse es, wenn die so labberig sind. Ich find's geil. Wenn ich mir eine Packung Scheibensalami kaufe und eine davon stibitze, dann ist sie innerhalb von 2 Minuten leer. Also ich esse Salamischeiben, wie als wären das Nüsse. Und wo wir schon beim Thema Fleisch sind, alle Veganer, einmal bitte kurz Ohren zu. Ich liebe rohes Rindfleisch. Ich weiß nicht wieso, aber ganz egal, ob Carpaccio, Tatar, Met oder auch einfach nur so geschnittenen Streifen. Also in Korea isst man das ja auch mit Soße. Es schmeckt einfach geil, ich weiß nicht wieso. Bah, ich weiß nicht, ob das... Ist das nicht gefährlich, auch wenn man so viel rohes Fleisch teils isst dann in so einem... Also, ich meine, you do you, ne, whatever floats your boat, aber I don't know. Nein. Ah, Taubencreep. Oh, warte mal, heißt der Taubencreep? Meinst du? Man sieht die Tauben, glaube ich, jetzt, oder? Vorbei, weil die Oscar mich interviewen. Das ZDF-Frühstücksfernsehen kommt vorbei. Die wollen Oscar genau interviewen. Ich habe gestern extra ein eigenes T-Shirt. Mein bester Freund Oscar. Die sind da. Scheiße. Oscar, echt jetzt? Kommen. Bitte sei heute einmal nicht unangenehm. Oh, wie cool. Das war da. Oscar. Ich mach auf. Okay, sie kommen. Ich muss jetzt richtig verrückt sein. Ja, was überlegt, wenn ich schon einmal im Fernsehen bin, dann möchte ich auch in die Geschichte eingehen. Ich habe heute Morgen überall Creepy-Tauben-Sachen platziert, damit die Menschen, die Fernsehen gucken, ich nicht kennen, denken, ich hätte richtig einen am Baum. Als wäre ich so ein Taubenfall. Herzlich willkommen. Sehr gerne. Das ist Oskars Taubenwohnzimmer. Ja. Das sieht gerade richtig schlimm bei Oskar aus. Ne? Das ist kein Joke, da war wirklich ZDF. Mhm. Bisschen unaufgeräumt. Ist das okay? Ja. Dann soll ich mit meinem Pfeifen... Ist unaufgeräumt? Ist das okay? Oscar, ja. Unlocken. Wenn ich pfeife, dann hört er das und kommt von 150, 200 Meter Entfernung reingeflogen. Das T-Shirt haben wir noch gar nicht gesehen. Dann durfte ich die kleine Taube vorstellen. Und das hier ist so eine kleine Taube. Soll ich dann verliebt nachdenklich angucken und hab dabei zwischen uns irgendwie eine Verbindung gespürt. Okay. Ich glaube, Fiona und Ma haben sich ein bisschen für mich geschämt. Tschüss. Von 1 bis 10, wie creepy war ich? Null, so bist du immer der Arme. Hä? Meinst du, das war cool? Ich kannte ihn davor gar nicht, aber ist ein chilliger. Ist Schnee wirklich so sauber? Eigentlich würde ich denken, nicht. Ja. Ich meine, es kommt... Also ich denke auch, dass Schnee sauber ist. Sind wir mal ehrlich, jeder von uns hat schon mal in so einen schönen gelben Schneeblock reingebissen, oder? Habt ihr gerade Ja gesagt? Habt ihr gerade Ja gesagt? Hm? In so einen schönen gelben Schneeblock? Habt ihr eben Ja gesagt? Weil wir wissen alle, ein schöner gelber Schneeblock ist nämlich voll mit Pisse. Und wenn ihr jetzt gerade Ja gesagt habt, heißt es indirekt, ja, Pipi, gegessen, okay, ich hätte mal Maul, sorry. Oh, direkt Mann. Aus dem Himmel? Ja, okay, gerade nicht. Ja, aber noch vor ein paar schon, Minuten. Deshalb will ich ist, das Eis schmelzen lassen, um herauszufinden, ob das Wasser hinterher durchsichtig ist oder eventuell schmutzig. Schön, dass ich es davor esse, bevor ich das teste. Egal. Dafür habe ich einmal Schnee von unserer Terrasse genommen und dann nochmal Schnee von den Autos.
So ist jetzt ein Tag später. Der Schnee müsste inzwischen geschmolzen sein. Und das ist das Wasser vom Balkon. Sieht eigentlich richtig sauber aus. Sieht gut aus, ja. Und das Wasser ist ein bisschen dreckiger. Also hier sieht man, dass sich am Rand auf jeden Fall ein bisschen Dreck gebildet hat. Ist war das? Schnee wirklich so? Hey, warte. Es war einfach zu Ende. Ging zu schnell zu Ende. Es ging zu schnell zu Ende. Wenn du Leon heißt. Ey, ja? Leon, lass mal heute rausgehen. Ich kann heute nicht kommen. Ich mach was mit deinem Nachbar. Ich heiße nicht Leon. Heißt jemand von euch Leon? Hey Leon! Wo ist der? Warum liegen hier so viele CDs? Wenn du... Ich bin verwirrt. Wie man beim Zocken redet. Ah, Paluten! Oh shit, Jungs, ich komm! Ich komm! Scheiße, Mann, ich werd grad mies gesandwicht. Aua! Oh. Ja, es ist aber wirklich so, ne? No joke, es ist no joke so. Jeder Gamer hat schon mal sowas gesagt, wie ich komme. Oh mein Gott, ich werd grad so oh mein Gott, true. Wenn ich so jetzt zurück überlege, als ich... Oh mein Gott, nein. Damals zu meinen Zeiten, als ich jünger war, da habe ich auch, glaube ich, sowas gesagt wie, ich werde gerade so hart gefickt und mein Gott, ich glaube, ich komme und so. Ey, ich habe so viele Sachen gesagt, die so falsch sind. Oh, nee. Das ist ein bisschen doppeldeutig. Das passiert bisschen. Auch manchmal wirklich, also beim Let's Playen haben auch schon gesagt, ey Leute, wenn ihr jetzt die Augen zumacht bei Palutens Video, dann hört sich das sehr, schon. Sehr sass an. Vor allem bei den Sachen, wo ich gestöhnt habe, waren alle so, jetzt Augen zumachen, man denkt, man ist bei einem Hentai dabei. Ja, Tena, wo denn? Leute. Ja, ich komme gleich, warte. Was macht ihr da? Oh, er kommt von hinten, pass auf! Okay, Jungs, ich bin drin, ich hab's geschafft. Das fühlt sich sehr echt gut an. Oh, ja, ja! Hey, Digga, ja, Mann! Hast du Bock auf noch eine Runde? Aber diesmal müssen wir auch von hinten kommen. What ja. The fuck? Was soll man machen? Klingt ja manchmal ein bisschen komisch. Ja, passiert ja einfach mal, ne? Paluten und ich sind da so, wir kennen das, Es gibt ja Menschen, die sich zu Tieren hingezogen fühlen und das ist absolut gruselig. Aber ich kann doch nicht die Einzige sein, die... Ey, Jumerch! Also... Boah, die sind aber schon... cool. Hier kommen also animierte Tiere, auf die ich mal einen Crush hatte oder immer noch hab. Nick von Zoomania. Dieser Fuchs ist einfach die Verkörperung von Riz. Und ich muss gestehen, jeder Typ, den ich gedatet habe, erinnert mich irgendwie an diesen Fuchs. Also ja, grüße gehen. Wenn jetzt gerade Girls zuschauen, bitte sagt mir ehrlich, könnt ihr da gerade relaten? Also natürlich auch Boys, ne? Falls ihr, ne, sowas... Ja, just saying. Aber ich hab bei gerade wegen ihr, Girls, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also ihr seht aus wie dieser Fuchs. Egal, ich schau meine Videos eh nicht. Khan von Findet Nemo. Ich weiß, es ist ein fucking Fisch, aber... Das ist Daddy-Komplex. Der Fisch war so ein Daddy. Er hat so eine attraktive Stimme. Er wirkt sehr kontrolliert und kalt, aber in Wahrheit hat er ein riesiges Herz, das einfach nur gebrochen ist. Ja. Okay, ich hatte mal einen Crush auf Kowalski von Pinguin aus Madagaskar. Ich kann's erklären. Nein, ich kann's nicht erklären. Und dieser kleine Vogel von Rio, ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, war, als der den hier gebracht hat. Party in Ipanema, baby. Da war vorbei mit mir. Und mal abgesehen davon, können wir mal darüber reden, dass dieser Song einfach ein Banger ist. Ich weiß auch nicht, aber sie ist cool. Ich mag sie. Sie ist sehr offen, sehr persönlich und ich mag sie. Und ich hoffe, ihr auch. Heute testen wir Fortnite. Nein, wir gucken uns kein Fortnite an. Mama, ja? Wie viele Bälle habe ich in meiner Hose? Mein Sohn heute nach der Schule, Motto. Was? Na, meine Bälle. In der Hose. Wenn's gut läuft, 2. Ah, richtig geraten. Ich spiele immer so gerne mit denen in meiner Hose rum. Ja. Aber Mama, weißt du, ich habe heute einmal richtig Ärger bekommen in der Schule von meiner Lehrerin, weil sie meinte, nimm die Hände aus den Hosentaschen und hör auf, mit deinen Bällen rumzuspielen. Was ist passiert? Ja, und dann wurde ich sogar einmal noch fast rausgeschmissen, nur weil ich meine Bälle Lisa zeigen wollte und sie einmal kurz aus meiner Hose rausgeholt habe. Was? Ja, guck hier. Da. Fang. Mama, ja. Wie viel... Das ist ja wirklich Boomer-Humor. Ich weiß ja nicht. Aber nett. Meine Mutter ist gerade nicht da, Gott sei Dank. Und weil mir 1000 Leute... Gott sei Dank. ...und Shirley ein Video geschickt haben, da wo ein Mädchen ganz viele kleine Mini-Frösche bei ihren Eltern im Haus versteckt und ihr mir das geschickt habt, um mir zu sagen, dass ich das auch machen soll, bin ich euer Hund oder was, dass ich das mache, was ihr sagt? Auf jeden Fall habe ich hier sogar... Hä, ich bähe einfach immer. ...ganz viele kleine Mini-Frösche und die werde ich jetzt bei mir im Haus verstecken. Und meine Mom wird sich auf der einen Seite freuen, auf der anderen Seite wird sie abfucken. Ich werde das richtig schön an Orte machen, wo es einfach nur nervig ist. Der Award an die beste Tochter des Jahres geht wie jedes Jahr an mich. Danke, Leute. Meine Mom wird mich lieben. So wie immer. Let's go. Ah, shit, vielleicht sehen wir in der nächsten Folge
wo sie sie versteckt hat. Ich würde es gerne mal wissen, weil es war jetzt irgendwie gerade ein bisschen Nonsens, so, weil wir nicht wissen, wo was jetzt ist. Hat es ein bisschen gekehrt. Ich bin am Zocken. Falsch rum, Bro, falsch rum. Meine Mutter, ich gehe gleich zur Arbeit. Das Abendessen steht auf dem Herd. Lass etwas für mich übrig, okay? Okay, danke, Mama. Ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Arbeitstag. Danke, schließe ab, sobald ich das Haus verlasse. Sie ist gestresst wegen der Miete. Hey Mama, ist alles in Ordnung? Ja klar, alles wird wieder gut, mein Sohn. Gemischte Gefühle. Ich wünschte, ich könnte ihr mit der Miete helfen. Boah, den Namen kann ich nicht auch. Jacques? Boah, bitte. Ey, wenn ich falsch ausspreche, tut mir leid. Kannst du bitte das Spiel pausieren? Ja. Erzähl, worum geht es? Ich weiß, dass es finanziell nicht gut aussieht, aber ich möchte nur, dass du weißt, dass alles wieder gut wird. Alles gut, Mama. Ich beschwere mich nicht. Ich schätze alles, was du für mich tust. Danke, mein Sohn. Sie wird emotional. Ich auch. Lerne zu schätzen, was du hast, bevor die Zeit dich lehrt, zu schätzen, was du hattest. Gib mir kurz eine Sekunde. Bin gleich wieder da. Gleich bin ich wieder da. Stark sein. Stark sein. Alles gut. We got this. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Abgezogen. PlayStation 5 Pro. Ich wollte mir eine PlayStation 4 Pro holen. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Hab mir natürlich eine kaputte gekauft. Hat keinen Strom. Er hat gesagt, wahrscheinlich ist das Netzteil kaputt. Na gut, Netzteil habe ich noch da. Ich mach das Ding auf. Ich sehe da schon so verbranntes Plastik. Nie hatte schon ein ganz gutes Gefühl, hab das Ding aufgemacht und zack, der 4-Pin-Anschluss vom Netzteil von der Platine gerissen. Aber nicht nur so ein bisschen, so richtig Rambo runter damit, rein in die Olga, alle Pads weg. Ich bin mir sicher, der Typ wusste es, denn er verkauft noch eine andere Playstation, wo er die Wärmeleitpaste getauscht hat. Auf jeden Fall sowas zu verschweigen, finde ich halt einfach widerlich. Ich habe dann versucht, die Dinge zu reparieren, noch an den letzten Stellen. War es aber schon krass, so eine Playstation zu reparieren? Das ist ein mega der Auftrag, oder? Ich habe so kleine Kupferdrähte angelötet. Man kann natürlich auch an die Alternativpunkte auf der Rückseite löten, aber es sieht einfach kacke aus mit den Kabeln. Es hat auch versucht, nur total verkackt. Ich konnte den Stecker dann wieder einlöten und ich dachte mir, ja, hoffentlich funktioniert's und das Ding wieder zusammengebaut und siehe da, die Kiste läuft. Ich find's halt einfach... Aber es ist ein Riesenauftrag, das ist. Wie viele Stunden hat er dafür gebraucht? Das wüsste ich gerne. Und wenn man weiß, was kaputt ist, das zu verschweigen. Natürlich hat es als defekt verkauft, aber trotzdem finde ich sowas einfach... War ziemlich verfuscht vom Vorbesitzer. War nicht in Ordnung. Wie seht ihr das? Ja, war schon Asi. Ich bin mixed. Natürlich habe ich... So, also wir kriegen sie jetzt zum dritten Mal heute. Nicht, dass es schlimm ist, aber... Zu meiner deutschen Familie. Ich bin mixed. Natürlich werde ich gefragt, wo ich mir meine Nase habe operieren lassen. Die Klinik heißt der deutsche Samen. Ich bin mixed. Natürlich werde ich in Deutschland als Ausländerin gesehen und in China auch. Also wenn ich zurück in mein Land gehen soll, welches soll das sein? Atlantis? Ich bin mixed. Natürlich tue ich so, als könnte ich kein Deutsch, wenn ein Kontrolleur kommt. Das war natürlich ein Scherz. Ich fand nicht schwarz. Ich bin mixed. Natürlich sah ich früher aus wie ein Stück Scheiße. Ich bin mixed. Natürlich verstehen viele Friseure meine Haare nicht. Ich verstehe sie selbst nicht mal. Ich bin mixed. Natürlich musste ich früher Klavier und Geige lernen. Und hab verkackt. Ich bin mixed. Natürlich werde ich von Rassisten Lingling genannt. Und von meiner Familie auch. Aber ey, Lingling ist aber cool. Lingling macht nämlich bei Drawn Together mit und einer der coolsten Charaktere aus der Serie. Just saying, okay? Ist wie so ein kleines Pikachu. Kann nicht die Sprache sprechen, die die anderen sprechen. Kann auch legit 0% Auto fahren. Aber ist massiv krass in Mathematik. Nein, ich habe die Serie nicht geguckt. Ist nämlich super rassistisch. Sowas will ich nie gucken. Das ist halt for real mein Name. Ist da ehrlich Ihr Name? Ich bin 33 Jahre alt und Synchronsprecher. Also ich bin direkt an seiner Stimme. Ja. Erzähl uns mal, hast du denn so viele Stücke vorgespielt? Ich spreche zum Beispiel aus Angelo, Butterfinger oder... Angelo? Kannst du den mal sprechen, weil seine Stimme würde ich erkennen. Das ist nicht Angelo, sondern der Charakter Butterfinger. Hallo Manetti, das ergibt keinen Sinn. Was machst du da? Krass. Dachte ich, das ist echt gut. Ich bin 33... Das ist krass, ich finde Synchronsprecher... Teilweise, was die teilweise so hinhauen, deren Stimme erkennt man überall raus. So wie auch ihr gefühlt meine Stimme überall heraus erkennen würdet. 100 pro Leute, die mich seit gefühlt Monaten oder Jahren kennen oder schauen, die können meine Stimme gefühlt aus 10 Millionen anderen Stimmen raushören. Die würden genau wissen, dass meine Stimme ist. Weil ich habe schon von voll vielen Leuten gehört, dass meine Stimme irgendwie eine Stimme ist, die nicht jeder gefühlt hat. So, ja, logisch, nicht jeder hat dieselbe Stimme. Aber die ist anscheinend sehr herausstechend, sage ich mal, anscheinend laut euch.
Ich gehe schnell aufs Klo. Ja, mach das. Wenn das erste Date schief läuft. Hey, na, wie läuft's? Aber wir haben nicht wirklich Gesprächsstoff. Hey, du musst sie verführen. Okay, und wie? Ganz einfach, du machst sie Komplimente, du kannst das. Gut, ich glaube, sie kommt. Schatz, die ist ganz schön heiß. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ben, was sollte das? Ich dachte, das wärst du. Das ist meine. Ich gehe schnell aufs... Ich hab's nicht ganz gecheckt gerade, sorry. Ich bin mit den Gedanken gerade noch nicht ganz bei euch. Tut mir leid, ich bin gerade irgendwie noch ein bisschen davor, noch ein paar Shots davor, leider. Könntest du mir gerade das Salz... Diese eine Freundin, die einfach alles kauft. Ich meine das. Yo! Das ist doch der Salzstreu. Yo! Wartet kurz! Nein! Ihr werdet es nicht glauben! Ich hab das auch! Ey! Aber ihr habt den auch! Ist das nicht toll? Hätte ich ja wissen sollen. Das war cool! Die Toilette war hier, oder? Ja, genau. So. Hä? Ach Gott. So. Die wollte ich mir auch holen! So, was ist das denn? Das ist cool, da kann man so, da kriegt man so Gesichter oder so teilweise auf den Händen. Das. Ja, ist kein Gesicht, das ist ein Stern, voll langweilig. Die hat auch alles. Boah, voll cool! Die hat sie nicht mehr alle. Wollen wir lieber unser eigenes Popcorn oder unsere eigenen Gesichtsmasken machen? Vielleicht einfach eine Pizza? Dann kann ich dir meinen neuen portablen Pizzaofen zeigen. Okay, aber warum hast du jetzt so eine Brille auf? Das ist diese Brille, die alles mitfilmt. Die habe ich online gesehen. Du überforderst mich. Kann ich was trinken? Okay, da bin ich raus. Hier einfach ein Wasser. Mit meinem neuen Strohhalm-Baukasten. Wow. Praktisch. Oder? Eine neue Bestellung. Oh. Könntest du mir gerade... Aber cool. Fand ich cool, das Short. Hat mir gefallen. Moin Leute und herzlich willkommen bei den 9. Fortnite-Wochenaufgaben. Let's go. Suche Lil Villa und Catcher's Cove. Okay, ich habe mir was ganz Besonderes. Ja oder nein? Ja. Okay. Ja oder nein? Ich bin noch vor. Alles klar. Papa sagt, Gaming-PC für nur 5. Ich habe mir diese limitiert. Guck dir mal meine Haare an und guck, ob man da irgendwas retten kann. Die Snowtrips. Trimax Plantage. Streamer haben alle einen neuen Haarschnitt von TikTok-Friseur Wisdom Blends bekommen, aha, der vor allem für seine Edgar-Cuts bekannt ist. Als erster war Reese dran. Okay! Alter! Bro, du hast geballert, Mann. Als nächstes versuchte Wisdom Blends aus Hugos Haaren noch so viel wie möglich rauszuholen. Ist fresh. Digga, what the f***? Bruder, ich sehe aus wie vor 5 Jahren. Richtig cool aus, Bro. Rumatra war nach seinem Haarschnitt samt neuem Bartstyle kaum wiederzuerkennen. Digga, also Rumatra sieht aus wie so einer, der... Na, am Spielplatz nicht seine, also der am Spielplatz halt nicht nur auf dem Spielplatz ist, sondern auch neben dem Spielplatz ist. Puh, wisst ihr, was ich meine? Freundin feiert die Veränderung zum Glück offensichtlich. Das ist crazy, Alter. Und wie ist? Oh mein Gott, Schatz, wir werden ganz viel Sex haben. Oh! Als letzter war dann Papa Platte an der Reihe, der sich vielleicht ein bisschen zu mutig an den Edgar-Cut herantraute. Sieht aus wie Omas Teppich, wenn die Fransen frisch gekämmt wurden. Boah, ist das scheiße aus. Er sieht so kacke aus. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich bereit bin dafür, Digga. Ach du Scheiße. Digga. Er sieht so kacke aus. Vielen Dank, Mann. Guck dir mal meine Haare. Das war so kacke. Okay, Leute, ich wollte sagen, das war's jetzt mit der Folge. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich am Anfang oder am Mittelpart ein bisschen emotional wurde. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wie gesagt, schätzt das, was ihr habt. Und hab euch lieb. Und bis dann.